Hallo, mein Name ist Erik Bartmann. Ich möchte euch in diesem Videoblog zu Projektkapitel 1 des neuen Arduino-Buches das Blinken einer LED zeigen. Diese LED hat zwei Anschlüsse, eine Anode und eine Kathode. Die Anode wird über einen 330 Ohm Vorwiderstand mit dem digitalen Ausgang Pin 13 des Arduino-Boards verbunden. Der andere Anschluss, die Kathode, wird mit Masse verbunden. Und wie ihr seht, blinkt die LED im Sekundenrhythmus.